Ihr kennt sicher alle KI-Tools wie Midjourney oder ChatGPT. Die brauchen aber alle Internetverbindung. Jetzt kommt On-Device KI. Die ist integriert auf unseren Geräten und braucht wegen dem kein Internet. Apple, Google, Samsung und Android arbeiten mit Hochdruck an neuen Projekten. Das Rennen um die besten Features ist eröffnet. Bei On-Device werden Daten von KI direkt auf dem Handy verarbeitet. Das heisst, deine Anfrage muss nicht zuerst an einen Server geschickt werden und wieder zurückkommen, sondern es passiert alles hier drinnen, auf deinem Smartphone oder Tablet. Das kann gewisse Vorteile haben. Erstens, deine Daten bleiben auf deinem Gerät. Das heisst, du musst dir keine Sorgen machen, dass irgendwie persönliche Informationen von dir irgendwo im Internet rumschwirren. Zweitens, es braucht keine Internetverbindung. Das kann sehr ergiebig sein, wenn es gerade schnell geht, zum Beispiel bei Echtzeitübersetzungen, die gerade im Ausland helfen können. Das testen wir jetzt mal mit dem Samsung Galaxy S24. Meine Kollegin Ambra ruft mir jetzt gerade auf Italienisch an. Ah, da ruft sie mir schon an. Nehmen wir da mal abnehmen und gehen auf Anrufassistent, Live-Übersetzung. Dann tun wir das noch auf Lautsprecher, dass ihr auch etwas hört. So. Hallo, Ambra. Ciao, Andra. Ciao, come stai? Spero che hai goduto le vacanze. Ich hoffe, Sie haben die Ferien genossen. Okay, ja, kann man auf jeden Fall so benutzen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber geht. Ambra, ich sage dir mal Tschüss. Arrivederci. Alle AnbieterInnen forschen an Möglichkeiten, wie KI deine Bild- und Videobearbeitung auf ein neues Level bringen kann. Für alle, die gerne fotografieren, bieten KI-Smartphones ganz neue Möglichkeiten bei der Bearbeitung von Bildmaterial. Hey Team, smile! Also der Koffer da auf der Seite stört mich jetzt noch ein bisschen. Den kann ich jetzt ganz einfach mit KI-Bildbearbeitung rauslöschen. Und nachher werden hier die fehlenden Pixel berechnet. Super, das nehme ich. Mich nimmt es wunder, wie sich das Ganze noch entwickelt. Sicher ist, dass On-Device-KI immer mehr auf unsere Smartphones und damit in unseren Alltag kommen. Es sind ein paar spannende Tools dabei, die Potenzial haben, unser Leben zu vereinfachen. Für mehr Tipps und Infos zu KI, geh auf den Swisscom Campus. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib sie in die Kommentare. Tschüss zusammen!